Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch und gleich kommt schon Raphael nach Hause und dann werden die Reste von gestern gegessen. Da hinter mir ist der Topf. Ja, ich habe heute einiges zu erledigen. Vor allem muss ich aber meine Krankenhaustasche packen, denn ich habe ja letztes schon erwähnt, dass ich morgen für eine ambulante Untersuchung ins Krankenhaus muss. Und da diese Untersuchung ein bisschen komplizierter ist und gefährlicher als normale einfache Magenspiegelung, hat man mir gesagt, ich muss auf jeden Fall was mitbringen für den Fall, dass ich länger bleiben muss oder dass während der Untersuchung was passiert oder wenn die punktieren müssen, dann muss ich sowieso 24 Stunden da bleiben. Und ich packe gleich ein bisschen mehr, falls da was doch gefunden wird, damit Dirk hier nicht erstmal das Haus durchwürsteln muss, um für mich die Sachen zusammenzusuchen. Ich packe das alles mit rein und packe das einfach gleich in den Kofferraum im Auto. Und wenn ich dann weiß, was Sache ist, ob ich da bleiben muss oder nicht und für wie lange, dann bringt mir einfach mein Schatz die Sachen hin. Also drückt mir die Daumen, dass nichts Schlimmes ist, dass nichts passiert während der Untersuchung und dass ich spätestens dann am Freitag nach Hause kann. Weil Wochenende im Krankenhaus ist nicht wirklich prickelnd. Ja, so viel dazu. Ich habe heute noch einiges, wie gesagt, zu erledigen. Die Waschmaschine, die erste, läuft schon und es wird nicht die eine bleiben heute. Muss ich nur das Wetter beobachten und gucken, ob ich draußen aufhängen kann oder nicht. Apropos Wetter. War bei euch auch so ein Weltuntergangswetter jetzt letzte Nacht? Also hier hat es gedonnert und geblitzt. Ich dachte, gleich schlägt es wirklich irgendwo noch ein. Zum Glück ist das nicht passiert. Aber viel geschlafen habe ich dementsprechend nicht. Naja, habe ich im Krankenhaus Zeit zum Ausschlafen. Bis man dran ist, liegt man da erstmal und wartet. Ja, was ich heute kochen werde, ich muss ehrlich sagen, noch keine Ahnung. Ich gehe gleich einfach nach hinten und gucke, was da alles im Gefrierschrank ist. Und werde damit irgendwas basteln. Aber ich nehme euch auf jeden Fall mit, wenn die Kamera mitmacht. Momentan macht sie mit. Ich habe ein paar alte Videos gelöscht. Und ja, gestern wollte sie nicht. Dann war Papa zu Hause. Dann hat er einfach den Akku wieder raus, wieder rein. Funktioniert. Heute habe ich angefangen aufzunehmen. Pufferüberlappung, irgendwie sowas hat mir das Ding gesagt. Und dann wäre wieder tot. Ging nicht mehr an. Also weiß ich nicht. Dann habe ich, wie gesagt, versucht, bin ins Menü doch reingekommen und habe erstmal Videos gelöscht und ich hoffe jetzt, dass das ausreicht. Ansonsten muss ich dann später wieder aufs Handy umswitchen. Aber ihr merkt das schon. Ich denke, zwischen Handy und normal richtige Kamera schon ein bisschen Unterschied. Also auf jeden Fall muss hier durchgesaugt werden, sauber gemacht werden, die Küche ein bisschen aufgeräumt werden. Oben, wie gesagt, die Klamotten für die fürs Krankenhaus packen. Ich habe von Christian gesagt, er soll sein Zimmer aufräumen. Ob er das gemacht hat, weiß ich nicht. Ansonsten, wenn nicht, muss ich gleich meckern gehen. Weil, Entschuldigung, ich sehe es nicht ein. Das ist in meinem Haus, auch wenn es sein Zimmer ist. Also möchte ich wenigstens ein bisschen Ordnung haben und dass ich dann, wenn es anfängt zu regnen und er nicht da ist, zum Fenster schnell durchkomme, ohne mir dabei die Stelzen zu brechen, ne? Also auf jeden Fall muss ich zusehen, dass er heute aufräumt. Ja, wie gesagt, Raphael ist gleich da. Ich stelle dann schon mal an den Kartoffelgulasch, der war sowas von lecker. Ich kann euch echt von gestern das Video nur empfehlen, nachzukochen. Richtig lecker. Und da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt alles an Gemüse reinschmeißen, eigentlich, was weg muss, wie bei mir gestern die Bohnen, ne? Da waren eine Handvoll und die waren schon nicht mehr so schön, dass die Enden angefangen haben, schlecht zu werden. Alles abgeschnitten, gut abgewaschen, rein, fertig, lecker. Okay, ich nehme euch ein bisschen durch den Tag mit und dann sehen wir. So, ihr Lieben, Mittagessen ist vorbei und ich bin hier im Abstellraum und muss die Wäsche machen. Die eine Maschine ist jetzt fertig. Also werde ich die jetzt rausholen und da es nur Bettwäsche war, ist das jetzt egal,
Ob das draußen mal regnen wird oder nicht, ich werde es draußen aufhängen. Und ich schmeiße dann schon mal die nächste. So wenig brauche ich vom Waschpulver. Und dann, wie immer, Weichspüler rein. Und es ist losgegangen. Zweite Ladung. Und ich werde gleich einfach rausgehen und die erste Ladung aufhängen. Und dann geht's hier weiter. So, jetzt haben auch die letzten zu Mittag gegessen. Manuel und Lea. Da steht ja Geschirr, das passt nicht mehr in Geschirrspüler. Und ich muss jetzt hier putzen. Ich habe schon angefangen, habe schon ein bisschen was weggeräumt und jetzt muss ich einfach weiterschrubben, also hier den Herd, den Esstisch und die Spüle und dann zum Schluss noch den Fußboden. Und dann gucke ich, was ich weiter alles noch erledigt kriege heute. Heute mache ich das mal ohne Provin, so schlimm ist das nicht. Ich mache das einmal im Monat vielleicht mit Provin und dann schrubbe ich einfach ganz normal mit Frosch und so. Und dann mal den Multikocher auch abwaschen ein bisschen. Alle. Ich bin hier fürs Erste fertig. Hab das Ding geschrubbt. Oh, Bauch einziehen. Das ist sauber. Der ist sauber. Hier, da sitzen die beiden Kameraden. Die kennt ihr schon. Ach so, ich wurde schon ein paar Mal gefragt, wo ich die her habe. Die beiden Süßen. Die gibt es bei Teddy für 2,50 Euro, glaube ich, das Stück. Und welcher war das denn jetzt? Der hier. Der wurde schon hier verletzt. Im Kochgefecht. So, da steht noch ein bisschen dreckiges Geschirr, aber das passt ja nicht mehr in Geschirrspüle. Heute wird irgendwas mit Hackfleisch gekocht. Was, weiß ich noch nicht. Die habe ich sauber gemacht. Hier ist alles sauber. Der Tisch ist abgeräumt und abgewischt. Und auch da habe ich ein bisschen was weggeräumt. Ach ja, habe ich euch noch gar nicht erzählt und nicht gezeigt. Unser alter Mini-Backofen hat sich verabschiedet. Und wir waren letzte Woche, ich glaube ja, letzte Woche in der Stadt. Und dann waren wir bei Expert und ich habe den hier gefunden. Und der ist etwas größer. Und hier passt tatsächlich eine Pizza rein. Und man muss nicht wegen einer Pizza oder zwei Baguettes oder was weiß ich, kleinen Auflauf aus diesen kleinen Förmchen, die ich damals gemacht habe, den großen Backofen, den da anschmeißen, sondern der hat hier Ober-Unterhitze, nur Unter- und dann nur Oberhitze, kann bis auf 60 Minuten und 230 Grad eingestellt werden. Also ich bin begeistert. Ja, keine Produktplatzierung, ne? Den habe ich mir selbst gekauft. Hier ist keine Werbung in diesem Video. Bei mir war noch nie Werbung. Und für mich geht es jetzt hier weiter. So, ihr Lieben. Ich habe jetzt das Bad geputzt, war kurz beim Edeka und Christian hat in der Zwischenzeit hier durchgesaugt, sodass, wenn der Multikocher im Gange ist, ich durchwischen kann, den Boden. Die zweite Waschmaschinenladung hängt auch schon, aber es regnet und ich habe die deswegen im Haus, im Wohnzimmer aufgehängt. Und die dritte Maschine läuft schon. Geschirrspüler ist auch fertig, den muss gleich Raphael ausräumen, wenn ich beim Wischen bin. Wie ich gesagt habe, habe ich heute vor, was mit Hackfleisch zu machen. Da habe ich hier ein halbes Kilo Hackfleisch.
Und dann habe ich hier diese Penette, nennen sie sich. Das sind so Mini-Nudeln, wenn ihr sehen könnt. Also die sind halb so groß, nicht mal wie normale Penne. Und die nehme ich und dann nehme ich Gemüse, Zwiebel, Möhre, Erbsen und zwei verschiedene Farben Paprika. Vielleicht fällt mir noch was ein, momentan tut es nicht. Und natürlich auch Knoblauch. Und ich will das Ganze im Multikocher machen mit Käse, dass es auch schön cremig wird, mit hier Rama zum Kochen. Dann habe ich hier Schmelzkäse Gouda Light und ein bisschen Rest von Emmentaler Käse, so ein ganz kleiner Rest. Und dann eben Kräuter. Das ist der Plan. Was dabei rauskommt, ja, weiß ich noch nicht. Ich nehme, glaube ich, noch auch ein bisschen Tomatenmark mit rein. Oder eine Dose stückige Tomaten, muss ich noch gucken. Aber bevor ich natürlich alles in den Multikocher geben kann, muss ich das Ganze erstmal schälen und schneiden. So, solange ich schneide, ich habe alles schon geschält, gebe ich jetzt einen ganz kleinen Klecks Öl hier rein und mache schon mal das Programm an, weil es muss ja erstmal ein bisschen vorheizen. Ne? Also, Deckel erstmal drauf und dann, nicht Gemüse, nein. Ach so, erstmal braten, genau. Und dann, genau, Fleisch. Nein. Gut, das und die Zeit nehmen wir mal ein bisschen länger. 22 Minuten. Und okay. Und jetzt werde ich schneiden. Es hat gerade gepiept, es ist vorgeheizt, also gebe ich das Hackfleisch einfach mal rein und lasse es da drin kurz anbraten. Zwischendurch ein bisschen umrühren und Deckel zumachen. Und dann heißt es erstmal ein bisschen abwarten. So, sind ein paar Minuten vergangen. Und jetzt packe ich da die Zwiebel rein. Und bloß weg mit der Schale und rühre das kurz um und lasse das auch noch eine bis zwei Minuten weiter braten, bevor der Rest reinkommt. So, die Zwiebeln und das Hackfleisch sehen ganz gut aus. Und jetzt packe ich die Möhren rein mit dem Knoblauch. Und lasse auch noch ein paar Minuten anbrutzeln und dann kommt der Rest. So, die letzten vier Minuten. Ich gebe jetzt Tomatenmark rein. Das ist nicht so hoch konzentriert und das ist mit Würzgemüse. Und einfach den Rest, also die Paprikas. Ich habe von jeder Paprika nur die Hälfte genommen. Die Erbsen. Und so sieht es da drinnen aus jetzt. Und ich lasse jetzt einfach das Programm auslaufen, bevor es hier weitergeht. So, das Programm ist zu Ende. Und jetzt kommt das Würzen.
Salz. Pfeffer, ein bisschen Paprikapulver und Dill. Einmal umrühren. Und dann gebe ich Rama rein. Und die Nudeln. Und jetzt Wasser. Und das ist natürlich nicht genug. Und noch ein bisschen Wasser. Und umrühren einmal noch. Jetzt nehme ich das Programm. Was nehme ich denn jetzt? Ach, anmachen. Ich nehme das Gemüse weiterhin. Ich habe mich jetzt umentschieden. Ich habe gesehen, das Steam bedeutet eigentlich Dampfgaren und ich will ja nichts Dampfgaren. Ich werde jetzt auf Suppe gehen und Gemüse, weil das Hackfleisch ist ja schon gar. Und dann drücke ich hier einfach auf die Zeit und Nudeln brauchen ja nicht so lange und lasse das erstmal bei 30 Minuten und dann gucken wir weiter. Und ich habe vorher noch Schnittlauch ein bisschen reingepackt, den habe ich vergessen euch zu zeigen. So, jetzt warten wir ab und gucken, was passiert. So, ich habe es früher ausgeschaltet, weil es fertig ist. Ich habe das nach 18 Minuten ungefähr ausgemacht und jetzt kommt nur noch der Gouda Light, der Käse mit rein. Und der Rest von dem Emmentaler. Dann ist das weg aus dem Kühlschrank. Und das rühre ich auch noch ein und dann ist das fertig. Es blubbert noch ein bisschen, weil da die Resthitze drin ist. Tada! Und so sieht unser Abendessen heute aus. So, ihr Lieben, ihr seht, ich sehe aus wie, ja, ausgewrungen. Bin ich auch fast. Ich habe den Fußboden geschafft zu wischen in der Zeit, wo die Nudeln schon mal drin waren. Und die Tasche werde ich nach dem Essen packen. Ja, die Nudeln sind fertig. Ich werde jetzt einfach die Familie zusammentrommeln und dann werden wir essen. Und wie ich schon sagte, drückt mir die Daumen ganz fest für morgen, dass alles gut geht und dass ich schon morgen oder spätestens Freitag nach Hause gehen kann. Und nicht da noch für längere Zeit eingebrummt bin jetzt im Krankenhaus. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss ihr Lieben.